Hallo und herzlich willkommen am Kanal der Indala. Heute gibt es eine kleine Tour mit einem quasi Gearcheck. Wenn es euch interessiert, bleibt dabei. Es steht heute im Programm und zwar, wir machen eine kleine Tour ins Halltal. Wir werden wieder auf der Alpenschöne-Hütte nächtigen, weil wir am 24.07. eine größere Tour machen wollen, was wir noch nie gemacht haben. Da gibt es keinen Handyempfang, wo wir da hingehen. Und da möchten wir uns ein bisschen vorbereiten. Leicht in die Richtung Seven vs. Wild, mit so wenig wie möglich. Wir schauen nochmal, wie wenig wir mitnehmen können. Meistens hat man eh viel zu viel mit. Es ist quasi ein bisschen Ausrüstungscheck heute. Ich werde vielleicht ein bisschen mehr zu meiner Ausrüstung sagen. Ich werde mein Biwak ein bisschen mehr vorstellen wie beim letzten Mal. Ich habe vor, dass ich mit einem Poncho ein kleines Zelt mache, weil das Wetter kann durchaus regnerisch werden. Und da wäre ganz gut, wenn man das einmal durchgetestet hat. Das Tarp möchte ich nicht mitnehmen. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich gehe heute ein bisschen eine andere Linie quasi. Ich bin jetzt mit meinem Bruder einmal gegangen, der ist schon oben auf der Hütte. Wir feiern seinen Geburtstag, weil er Mittwoch Geburtstag gehabt. Und ja, ich war das, bin da schon mal gegangen. Bin gespannt. Ich freue mich schon aufs Verlaufen. Zuerst hätte ich fast meine Stecken irgendwo liegen lassen. Aber gut. So, wir sind da am Wald am Spielplatz, bei der Sprungschanze nennt sich das. Ist für mich total ein cooler Platz, weil da war zum Beispiel meine Abschlussfeier von der Volksschule, kann ich mich noch gut erinnern. Da haben wir gegrillt, früher hat man das nicht dürfen, heute ist es leider ein bisschen anders, das hat aber auch seine Gründe. Weil einfach zu viel Müll um und um gelegen ist. Es ist so. Und es ist ja richtig, dass sie das ja so machen. Aber es ist halt irrsinnig schade. Für alle, die was vernünftig sind. Und ihren Dreck selber mitnehmen. Und das eigentlich genießen wollten. Oder wollen. Es ist so eine kleine Hütte. Und wenn ich da vorgehe, das sind aber Leute. Die schauen, dass ich nicht auf die Kamera kriege. Und das ist die Skisprungschule Tirol, wenn ich das richtig verstanden habe. Und zwar für die Jüngsten. Also wenn es wieder mal sechs, dass die Österreicher im Skispringen gewinnen, dann kann es auch ziemlich sicher sein, dass die da oben angefangen haben zu trainieren. War ehrlich gesagt noch nie im Winter da, wenn sowas gemacht worden ist. Aber trotzdem cool. Das sind die Jungadler. Wir fangen da schon relativ klein an. Ich glaube so Hauptschule und teilweise in der Volksschule schon zu üben. Sind, wenn ich das richtig sehe, drei Schanzen. Eine kleine, eine mittlere, eine große. Und auf der großen bin ich ein paar Mal schon oben gewesen. Das sind schon richtig wilde Hunde. Sehr, sehr cool. Vielleicht machen wir mal ein Video im Winter, wenn sie beim Trainieren sind. Würde mich selber interessieren. So, was gibt es noch alles zu erzählen? Für diese Tour testen wir nicht nur ein bisschen Ausrüstung im Sinne von Schlafsack oder einem Poncho oder was in der Richtung, sondern auch ein bisschen Kamera-Equipment, neues und altes. Ich habe vor, dass ich das Ganze mit der Actioncam filme, mit einem neuen Mikrofon.
das, was gerade da jetzt drauf ist. Und es geht schon los. Man hat sich schon wunderbar verlaufen. Mein Gott, es ist noch hell. Ich stehe jetzt da beim Eingang. Ich gehe halt nicht durchs Halterl hoch, sondern wenn man vor dem Halterl steht, rechts, über den Wald. Ich weiß gar nicht genau, wie man das nennt. Der einzige echte Fritz kann das bitte gerne in die Kommentare schreiben, damit das alles eine Richtigkeit hat. Und jetzt wird es steil. Und zwar schneidig. Also ab jetzt wird es wieder geschnauft. So, ich soll das aufhören mit dem So am Anfang. Habt ihr das selber schon gemerkt? Gemerkt, schön sprechen muss man auch. Weil, wenn man jedes Video mit So anfängt, hat man bei der Nachbearbeitung relativ viel Arbeit, dass man das So immer rausschneidet. Also, der Clip ohne So, nochmal von vorn. Ich habe meine Frau angerufen, wir haben die Kinder bei Freunden. Meine Frau ist beim Arbeiten am Freitagnachmittag. Und mal habe ich die Kids. Und vielen Dank geht raus an Karin und Reini, dass ihr die zwei Monkeys für ein paar Stunden genommen habt. Ganz einen lieben Gruß geht auch an den Nick raus, das ist der Sohn von ihnen. Nick, ich weiß, Bushcraft. Es ist ein schwieriger Titel, gell? Wahrscheinlich wäre Stealth Camping noch besser. Aber irgendwie, wenn man so einen Kanal macht, muss man sich was überlegen, damit die Leute anfinden. Und irgendwie, ich muss ja nicht unbedingt Punk sein, dass ich die Toten Hosen mag. Schwierig. Oh, geil. Wer weiß, was das ist? Mega. Bitte in die Kommentare, weil ich weiß es nicht. Dankeschön. Mir hat irrsinnig gefreut, dass das Video 7 vs. Wild, also meine 7 Gegenstände mit meinen selbstgebauten Multitools, so extrem gut ankommt. Ich habe heute mal reingeschaut. Es hat über 5000 Aufrufe. Leute, Wahnsinn. Vielen Dank dafür. Ist ja super kommentiert worden. Viele haben Kritik gehabt, aber konstruktive Kritik und auch wirklich Fragen, wo ich mir gedacht habe, ja, okay, stimmt. Ja, ich bin auch beim Überlegen, ob ich diesen Holy Grail bei der Tour, die was wir am 24. machen, mitnehme. Aber wir sind zu viert, wenn es gut läuft, die Kandidaten wären, so wie es ausschaut, aktuell der Tiroler, der Chris, dann der echte Fritz, mein Bruder, ich und den Sinnhaut, der Bernd. Den Bernd habe ich selber erst einmal gesehen, aber der spielt in unserer Liga. Stößchen. Man hört das jetzt. Ein paar haben gefragt, warum ich das nicht mehr mache mit der Wegbeschreibung. Ich track den Weg gerade. Ich habe ein paar Kritiken bekommen zu meinen letzten Videos und ein paar waren wirklich sehr gut, wo ich mir darüber Gedanken gemacht habe. Zum Beispiel, dass man an Plätze, wo man selber gerne ist und die jetzt nicht der Gasthaus oder Hütten oder sowas sind, das eigentlich nicht preisgeben soll. Ich werde mich daran halten. Alpensöhne-Hütte ist definitiv ein öffentlicher Platz, sozusagen. Ich werde den Track trotzdem nicht reingeben, aber wer ihn wissen will, da kann man gerne privat schreiben.
dann schicke ich ihm das Video. Es gibt ein Video, wo das genau beschrieben ist. Machen wir es so, ich glaube, das ist besser. Gefällt mir besser. Ja? Weil manche Plätze. Die sind einfach magic. Auf dem Weg zur Alpensöhne-Hütte gibt es noch die Halltaler Hütte. Ist das richtig? Steht zumindest oben. Es dürfte aber keine Ausschank geben. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe da auch noch nie jemanden gesehen. Ja. Es ist sowieso besser, man geht so die Alpensöhne rauf. Die haben einen guten Zirber da. Und ein kaltes Bier. Und auf das freue ich mich jetzt auch schon. Weiter geht's. Interessant, ganz ein seltenes Naturspektakel. Da war der Motorsägenbiber am Weg, damit man da beim Weg wieder weitergehen kann. Ja, ist schon ein großes Bäumchen, was da runtergekommen ist. Bin jetzt ganz kurz vor der Alpensöhne. Es ist ein bisschen elend. Ich bin wieder voll bepackt. Der Rucksack ist voll mit 20 Kilo mindestens. Aber es macht sich bemerkbar, dass es mit der Kondition schon wieder bergab geht. Man sollte ja wieder ein bisschen mehr machen. Ich war im Frühjahr sehr brav, wirklich brav. Fastenzeit war auch super. Habe auch schön Gewicht runtergebracht. Aber jetzt müssen wir wieder angreifen. Die Form verbessern. Ich bin jetzt ganz kurz vor der Alpensöhne-Hütte. Ich kann meinen Neffen schon hören, den Sohn von meinem Bruder. Dem habe ich halt eine kleine Überraschung mit, aber das bleibt privat. So. Ah ja, so sagen wir ja nicht mehr. Jetzt gehen wir wieder dahin, wo es so schön ist. Da werden wir heute Mützen wieder, ja. Freue mich schon extrem drauf. Aber wir werden probieren, das mal mit dem Poncho so.
Ja, Zelt, aber halt so, soll es regnen anfangen. Es wird wahrscheinlich nicht regnen anfangen, aber es ist ja ein Trockentraining, ein klassisches. So, was haben wir da? Das ist einmal ein Regenponcho von ASMC. Und da probieren wir jetzt einen Regenschutz draus machen. Also gut, das sind Heringe aus Magnesium. Nein, Magnesium. Ultralight-Heringe. Fällt mir gerade nicht ein, verdammt. Ist manchmal so. Titanium steht ja drauf. Die biegt es recht stark ab, wenn man sie reinklopft. Ist gar nicht gut. So, okay. Ich glaube, ich werde es jetzt so lassen. Ich habe gesehen, ich habe das zum ersten Mal gemacht. Es ist anders wie gedacht, aber ich denke, es wird funktionieren. Resümee: Titanium-Heringe sind SCH. Da hat der Weidler schon recht. Den muss man als Hartholz schnitzen und mit einer Roselli-Axt in den Boden schlagen. Ist natürlich da oben jetzt ein bisschen schwierig, aber die sind echt nichts wert. Sind zwar schön leicht, aber das war's. Das Tarp, Entschuldigung, den Poncho, den habe ich zwar bei der Firma gekauft, ist aber ein. Ah, ich schreibe es unten nochmal in die Videobeschreibung rein. Ist aber nichts Aufregendes. Der Plan ist jetzt, dass man auf der Seite da schlaft und da auf der Seite nachher einen Rucksack hin tut. Ich habe einen Biwaksack mit. Das wird theoretisch, wenn es jetzt regnen wird, verspreche ich mir, dass der Rucksack trocken bleibt und ich da schlafen kann. Die Füße können ruhig rausschauen, ist ja alles wasserdicht. Aber dann hat man es zumindest nicht von oben. So einen leichten Regenschutz. Ich habe noch nie bei Regen mit einem Biwak draußen geschlafen. Ich stelle mir das ein bisschen unbequem vor, wenn man da das Wasser im Gesicht hat. Ich glaube, das ist die bessere Variante. Aber grundsätzlich ist, glaube ich, brauchbar. Schauen wir mal. Später mehr.
Jetzt haben wir fertig eingerichtet. Das Quartier ist quasi bezogen. Ja. Da gibt es nicht viel dazu zum Sagen. Jetzt sieht man es besser. Der Biwaksack, die Isomatte, der Quilt. Ich bin gespannt, das so brauchen wir es heute sicher nicht, da brauchen wir gar nicht reden, aber wir wollen es einfach ausprobieren. So. Ich habe mir zuerst überlegt, ob ich zwei Versionen drehen soll, aber ich mache das anders. Wie ich davor schon gesagt habe, quasi mein Brüderchen hat Geburtstag. Es kann leicht sein, dass ich mich heute nicht mehr melde. Weil wir ein bisschen Party machen. Sollte ich mich nicht mehr melden, dann bis morgen. Und ich muss aber noch was ausprobieren. Und sollte es einigermaßen seriös werden, sprich Video, Licht und bla bla bla, dann werdet ihr mir wahrscheinlich im nächsten Clip sehen. Passt. Tschüss. Also sollte mir heute nicht mehr melden, das ist der Grund dafür. Ja, der einzig echte Fritz. Immer schon gewesen, ja. Ja? Papa. So, guten Morgen. Heute gibt es kein gescheites Aufwachvideo. Hab wunderbar gut geschlafen. Das mit dem Poncho, glaube ich, ist eine super Sache. Aber ich glaube, das wird auf alle Fälle an diesem Termin verwendet. So. Und wie immer muss ich euch das sagen, weil es ist einfach schon mega. Wer hat so ein Schlafzimmer? Ich habe mir jetzt erst ein Gamsel besucht. Ich habe es mit dem Handy leider nicht filmen können. Wenn es gut war, ist nächstes eben Video. So. Jetzt werden wir das zweitwichtigste vom Schlaf, also vom Schlafsetup testen. Und zwar den Weidlerkocher, würde ich jetzt sagen. So, da drinnen ist da das Frühstücksetup quasi. Das ist nicht der Weidlerkocher, ich sage nur Weidlerkocher dazu. Beim Gerhard das allererste Mal gesehen habe. Das ist der Notkocher. Notkocher 71. Der Gelkocher. Der kann nicht viel, aber der braucht ja nicht viel können.
was gibt es für einen Kaffee? Wieder diesen. Ich sage morgen normalerweise schwarz. Aber irgendwie passt der schon auch. Ich habe noch mal einen Deckel gehabt, ist leider nicht auffindbar. Schauen wir mal, ob es so auch geht. Also ich muss sagen, das ist jetzt erstaunlich schnell gegangen. Das Wasser kocht nicht, aber das mag ich ja gar nicht. Im Weidler Kocher. Machen wir gleich zwei. Das ist ein richtiger Brandbeschleuniger wert. Und nicht gleich so ein Wasserl. Natürlich alles aufheben, mit nach Hause nehmen wieder. Sehr gut. Jetzt warten wir, schauen wir noch, ob wir es zum Kochen bringen würden. Ja, ein bisschen mehr Temperatur, da ist schon der Leiden. Also. Ich denke, mit Deckel wird es kochen anfangen. Aber. Einen Windschutz habe ich auch vergessen eigentlich. Aber es geht so auch. Ah, ist scheiße warm. So, ich weiß nicht, ob das das letzte Video gewesen ist vor der Tour noch oder nicht. Wie gesagt, ich habe das eh auch reingeschrieben. Ich kann da nicht wöchentlich Videos produzieren. Das wäre zu aufwendig. Ich habe da einen Hauptberuf und eine Familie, die was auch sehr viel Zeit brauchen und die auch bekommen. Wie gesagt, am 24.07. machen wir eine Megatour, auf die freue ich mich schon richtig. Es gibt ein paar andere Sachen, die sind auch noch geplant. Das war ein kleiner Test, wie das ist mit dem Poncho. Hat gut funktioniert. Wird wahrscheinlich auch, wenn es richtig regnet, denke ich, auch passen. Und der Kocher, der Weidler-Kocher vom Gerhard, der ist in Ordnung. Er ist absolut ausreichend zum Kaffeesieden. Da ein bisschen Wasser für also eine Wandernahrung warm machen. Jetzt geht's schon. Ja, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und brav. Tschüss.